Hallo und herzlich willkommen hier auf lyrelda.de. Im heutigen Video möchte ich über Fehler diskutieren. Fehler, die wir bei Messungen machen. Das kann also sein, dass ich irgendwo einfach nur eine Länge von einem Stück Holz messen möchte, also von diesem Stück hier. Dann nehme ich einen Zollstock, hebe das dran und messe das Ding. Das Problem ist jetzt, dabei treten eine ganze Menge Fehler auf. Das eine könnte schon sein, was ich hier als groben Fehler bezeichnet habe. Naja, dass ich es einfach falsch aufschreibe. Ihr messt da 0,7 Meter und schreibt aber nur 0,7 auf und vergesst das Meter. Oder schreibt aus Versehen 0,8 auf. So Übertragsfehler. Oder ihr notiert euch das in eurem Praktikum, gebt es in eine Excel-Tabelle ein und auf einmal wird auf der 0,7 und 0,9, weil ihr eure Schrift nicht mehr lesen könnt. Das sind grobe Fehler. Das müssen wir gar nicht diskutieren. Das gilt es zu vermeiden. Deswegen in der Physik oder bei allen Praktika, die ihr macht, immer ordentlich arbeiten. Die zwei unteren Gruppen, die sind nicht ganz so einfach zu erkennen. Das eine, das systematische Fehler, das kann sowas sein wie, dass ihr einen Zollstock nehmt, der nicht geeicht ist. Das heißt, da stehen zwar drauf, dass es mit 2 Meter sein sollen insgesamt, aber wenn ich das in Urmeter in Paris vergleichen würde, komme ich auf 2,10 Meter oder auf 1,95 oder sonst was in der Art, dann habe ich einfach einen systematischen Fehler drin. Das heißt, die Messung kann nicht richtig sein, weil mein Vergleichsmaßstab schon nicht komplett richtig ist. Ist ja klar, wenn ich dann einen Meter ablese, aber das, was da als Meter draufsteht, eigentlich 1,05 Meter ist, dann bringt mir das recht wenig, dass ich dann Meter gemessen habe. Oder wenn ich elektrische Messgeräte habe oder sonst was, gibt es immer sowas, das nennt man Offset, dass wenn ich die Null messen würde, also einen Abstand von Null, trotzdem da irgendwie 2 Zentimeter angezeigt werden. Auch das wären systematische Fehler. Das erkennt man daran, wenn man sich das versucht aufzuzeichnen mal. Also hier einfach nur, ich zeichne hier die Messwerte eigentlich gemessen habe, irgendwie sowas. Und der wahre Wert, der es eigentlich sein sollte, wenn ich das in Urmeter gemessen habe, wenn der dann irgendwo hier drüben liegt, der Durchschnitt von diesen Messungen, die ich hier gemacht habe, wäre aber hier. Dann seht ihr diesen Shift hier, das wäre ein systematischer Fehler. Zufällige Fehler sind solche Dinge wie jetzt hier. Also wenn der wahre Wert in der Mitte liegen würde und außenrum mal einen Millimeter zu groß, mal einen Millimeter zu klein. Das liegt einfach daran, dass wenn ich das messen würde, ich würde ja meinen Maßstab ansetzen und ich würde von Hand oder besser mit den Augen da was ablesen. Ich müsste dann auf den Millimeter genau ablesen oder noch weniger und die Skala ist gar nicht so genau. Dann muss ich da immer ein bisschen schätzen und das sind zufällige Fehler. Das heißt, ich würde vielleicht 70,1 cm abmessen und ein Kollege vielleicht 69,9 oder 70, je nachdem hält auch jemand den Zollstock minimal schräg und schon haben wir auch ein bisschen Abweichung. Das sind einfach zufällige Fehler, die passieren jedem. Anderes Beispiel wäre hier Stoppuhr. Ich messe mit einer Stoppuhr eine Zeit, die etwa ein Gegenstand braucht zum Herunterfallen oder ein Pendel, dass es 10-mal durchgependelt ist. Wenn die Stoppuhr einfach zu langsam oder zu schnell läuft, dann habe ich einen systematischen Fehler. Das von Hand stoppen, Start und Stopp, das hängt auch von der Reaktionszeit von mir und von den Kollegen, die stoppen, ab. Das wären zufällige Fehler. Jetzt ist natürlich so, die zufälligen Fehler, die kann ich gar nicht wirklich reduzieren. Was ich machen kann, ist möglichst oft messen, mit möglichst vielen Stoppuhren zum Beispiel und auch mit möglichst vielen Leuten und den Durchschnitt bilden. Dann minimiere ich das. Systematische Fehler muss ich einfach gucken, dass ich den Aufbau und die Messinstrumente so wähle, dass ich sie einfach nicht habe. Da muss man einfach gründlich und ordentlich arbeiten und sich hinterfragen, ist da irgendwo noch ein systematischer Fehler drin? Läuft da irgendwo irgendwas schief? Habe ich in der elektrischen Schaltung etwas falsch gebaut? Kann sein, dass da irgendwo die Spannung an einem anderen Widerstand abfällt? Oder solche Dinge. Nun, immer an diese drei Dinge denken, wenn ihr Messungen vornehmt. Nun haben wir, gehen wir davon aus, wir haben was gemessen. Wir haben jetzt gemessen, dass unsere Länge L sei 0,7213 Meter. Die haben wir jetzt ermittelt, indem ich mit dem Zollstock gemessen habe und noch 10 andere Kollegen mit dem Zollstock gemessen haben. Wir haben den Durchschnitt errechnet. Also alles aufsummiert und die Anzahl der Messungen dividiert. Dann kamen wir auf 0,7213 Meter. Und jetzt müssen wir irgendwie noch sagen, dass es natürlich da eine Ungenauigkeit gibt. Und die schätzen wir jetzt einfach mal ab und sagen, naja, der Zollstock hat nur im Millimeterbereich eine Skala. Wir verrutschen das ein bisschen, schätzen wir einfach mal, dass wir auf
2 mm richtig gemessen haben, also 0,01 Meter, also 1 Millimeter wäre das falsch. Jetzt schauen wir uns das mal an. Was macht das hier überhaupt für einen Sinn, sowas anzugeben? Guckt mal, wenn ich hier den Fehler auf 0,001 angebe, dann interessiert diese 3 hinten wirklich gar keinen mehr, weil so genau konnte ich das ja gar nicht mal messen. Das heißt, ich gebe Messwerte immer nur mit so vielen signifikanten Stellen sind also von 0 unterschiedlich, Stellen an, wie auch beim Fehler falsch. Es macht jetzt auch hier keinen Sinn, den Fehler noch genauer anzugeben auf 0,001245, weil wenn ich schon auf 0,1 falsch habe, dann interessieren die Dinge da hinten dran nicht. Das sind so geringe prozentuale Bereiche, dass man maximal 2 signifikante Stellen bei einem Fehler angeben sollte, gerade bei 0,01, da könnte man vielleicht noch irgendwie 1,2 oder sowas noch nehmen, aber das meiste, ansonsten ist das immer sehr, sehr unrelevant und auch dann den Messwert an sich anpassen. Ihr könnt natürlich auch das Meter ausklammern und komplett nur hinten dran schreiben. Man sollte auch immer darauf achten, dass der Fehler, den man hat, möglichst gering ist in Relation zum Messwert. Also der prozentuale Anteil des Fehlers sollte sehr, sehr gering sein. Ihr seht hier, das ist sehr, sehr gering. Also wir sind hier unter einem 700stel. Das ist wirklich sehr gering. Man sollte die Fehler sollten nicht im Bereich von 20-25% der Messung sein. Die sollten schon im einstelligen Prozentbereich sein. Ansonsten habe ich eine sehr, sehr schlechte Messung. Nun, wie werden sich Messungen aber jetzt aus, wenn ich zum Beispiel einen Volumen berechnen möchte? Sagen wir mal folgen. Ich habe ein Kanthölzchen, ein quadratisches. Das hat die Länge L und es soll quadratisch sein, also die Breite und die Höhe dieses Hölzchen soll gleich sein. Dann wissen wir ja, V kann ich berechnen im Sinne von A Quadrat mal L. Jetzt habe ich mich dummerweise halt da nicht den wahren Wert, oder den theoretischen Wert für die Länge, sondern wir haben den gemessen und müssen jetzt mit diesen Messwerten rechnen. Und jetzt habe ich mich bei A einfach um Delta A vermessen. Das heißt, die Unsicherheit ist Delta A und bei L habe ich um Delta L vermessen. Das heißt, was wir hier haben, ist nicht A Quadrat, sondern eigentlich A plus Delta A. Also das soll der Messfehler sein. Gehen wir einfach mal davon aus, wir haben etwas zu groß gemessen, aber natürlich könnte es auch einfach zu klein sein. Und das gleiche L Delta L. Das multiplizieren wir jetzt einfach aus, a Quadrat plus 2 mal a mal Delta a plus Delta a Quadrat, das Ganze mal L plus Delta L, das gibt a Quadrat L plus 2a Delta a L plus Delta a Quadrat L, und das ist das Ganze noch mit Delta L, also a Quadrat Delta L plus 2a Delta A Delta L plus Delta A Quadrat mal Delta L. Wenn wir uns das jetzt genau anschauen, haben wir gesagt, Fehler sollten möglichst gering sein. Das heißt, diese Delta Ls sind sehr, 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 sehr kleine Werte. Und überall, wo 2 Deltas vorkommen, also Delta A mal Delta A oder Delta A mal Delta L, da ist es so, dass die Zahlen sehr, sehr klein werden, wir die vernachlässigen können. Also das hier kann ich schon fast schreiben als a Quadrat mal L plus 2a mal Delta A mal L. Das hier ist zu klein, das hier hinten ist zu klein und das auch plus a2 Delta L. Wir haben also nur noch 3 Summanden in dieser Gleichung und jetzt wird es ein bisschen schwierig, das muss nicht jeder verstehen, aber ich zeige es euch trotzdem mal hier, dass ich das hier vorne, dass das hier einfach V ist, also vom Originalwert, das seht ihr, a Quadrat mal L. Und jetzt kennen manche von euch wahrscheinlich die partielle Ableitung. V abgeleitet nach
Fangen wir an mit A. Das heißt, ich leite das hier nach A ab, dann habe ich da 2a mal L. L kann ich einfach als Vorfaktorform dran schreiben. A Quadrat abgeleitet, 2a, zusammen wurde die 2a mal L. Wenn ich das anschaue, hier 2a und L finde ich hier, das heißt, hier habe ich nichts anderes als partielle Ableitung von V nach A, also dv dA, mal, naja, das Einzige, was wir noch haben, ist der Fehler auf A. Also die Ableitung von V nach A mal den Fehler. Und jetzt die Vermutung, dass hier hinten, wenn ich mal Delta L habe, das gleiche mit L der Fall sein wird, überprüfen wir es mal, DL, dv nach dl, das nach L ableiten, gibt einfach a Quadrat. Ja, haben wir auch hier, also auch das ist dv nach dl mal Delta L, der Fehler auf L. Nun, wir haben also gesehen, der Fehler, den wir haben, hängt von beiden ab und von der Ableitung von der Formel. Und im Allgemeinen wird der Fehler natürlich größer. Ich habe mich aber beiden Dingen vermessen, ich multipliziere das miteinander. Wenn man da Zahlenwerte einsetzt, könnt ihr auch gerne mal versuchen, setzt hier einfach Zahlenwerte ein, dann seht ihr, dass der Fehler, wenn ihr ihn relativ berechnet, also sagen wir hier an 1% auf die Länge, 1% auf die Breite, und ihr werdet merken, ihr habt mehr als 1% beim Volumen falsch gemacht. Ihr habt einen größeren Fehler drauf. Nun, es wird noch Videos dazu geben, wie man sowas dann genau auswendig, nennt sich das Gaußsche Fortpflanzungsgesetz, Fehlerfortpflanzungsgesetz. Das zeige ich euch im nächsten Video. Was ich euch jetzt hier noch kurz beibringen will oder zeigen will, ist, wie der generelle Weg ist, wenn ihr ein Praktikum oder eine Messung durchführt. Ihr habt anfangs Input. Das sind einfach eure Messwerte. Das sind die Messwerte, die schreibt ihr ganz, ganz ordentlich auf, eben um grobe Fehler zu messen. Aber ihr habt auch sogenannte Parameter. Parameter sind Dinge wie die Raumtemperatur, Dinge, an die ihr gar nicht mal denkt, wenn ihr diesen Maßstab da anlegt und irgendwie zum Beispiel das Kantholz vermesst oder was ihr auch immer macht, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Dinge, die ihr vielleicht messen könnt, dann einfach auch mal notieren. Auch wenn die konstant im Raum bleiben, weil wenn das Experiment irgendwann wiederholen sollte, ist jede Information wichtig, die ihr nur haben könntet. Manchmal denkt man am Anfang gar nicht dran, was das Experiment noch beeinflussen kann. Deswegen alle Informationen, die ihr irgendwie kriegt, aufschreiben. Am besten auch ein Bild machen, Versuchsaufbau und solche Dinge. Dann habt ihr diesen Input und irgendwie müsst ihr zum Output kommen. Also zum Ergebnis, das in dieser Form dasteht, wie wir gesagt haben, auf signifikanten Stelle und sowas. Was müssen wir da machen? Wir müssen zum einen auf dem Weg zum Output müssen wir als die Fehlerfortpflanzung finden. Fehler, Fortpflanzung. So was wie hier drüben. Das ist nicht ganz wichtig, weil wir messen ja die Länge, die Breite, die Höhe messen wir falsch. Das heißt aber nicht, dass wir wissen, wie wir das Volumen falsch gemessen haben. Wir haben den Input falsch gemessen, wissen also auch, was heißt falsch gemessen? Wir haben ihn ungenau gemessen, weil es einfach nicht genauer geht. Wir haben eine Messungenauigkeit drauf und unser Output ist damit auch ungenau. Und das muss ich mit der Fehlerfortpflanzung berechnen. Und ich muss das auf Signifikanz überprüfen. Signifikanz. Das soll heißen, ich muss überlegen, welche Fehler sind hier eigentlich die wichtigen. Wenn ihr das hier schon seht, hier steht a Quadrat mal l, das heißt, der Fehler auf a wirkt sich deutlich stärker aus als der auf l. Abgesehen davon wird der Fehler auf a und auf l, da ich die beiden gleichen Messvorschriften ausführe, das sind alles Längen. Das heißt, ich werde beides mal genau gleich messen, aber der Fehler wird irgendwie ein absoluter Fehler sein, so 0,001 oder sowas. Das heißt, relativ ist er hier deutlich höher. Und dann muss man sich überlegen, wenn ein Fehler recht stark ist und der andere zum Beispiel nur 30% des Fehlers ist, auch 25% des ursprünglichen, des anderen Fehlers, dann sind die so unbedeutend, dass man sie einfach vernachlässigen kann. Das heißt, ich überprüfe sowas auf Signifikanz, ist der Fehler, den ich eigentlich beim Messen da gemacht habe, wichtig für meinen Output. Nun empfehle ich euch noch das nächste Video zur Gaußschen Fehlerfortpflanzung. Schaut auch sonst mal bei uns auf www.lyrel.de vorbei. Es würde mich freuen, wenn ihr uns gewogen bleibt. Dankeschön.